Gott, ich will ein Kaufverhalten-Video machen und ich fange auch gleich mal an mit den Produkten, die ich mir noch gekauft habe. Ich habe keine Ahnung, wo ich die dann hingeben soll, wenn da alles voll ist. Aber es gab so eine Aktion beim Claire's. Da habe ich mir 3 Handyhüllen gekauft. Einmal die, die ich auf meinem Handy habe, einmal die da. Die fand ich nämlich so mega, mega schön. Nur das Problem ist, dass ich hier in diesen So Sweet der ganze Dreck sammelt. Dann habe ich mir noch die, weil die hat 5 Euro nur noch kostet, eine mit Bunnies gekauft. Und eine mit einer Eule. Die sieht so aus, die war auch günstiger. Und sie hat gesagt, ich soll mir noch 3 aussuchen, weil dann würde ich die gratis bekommen. Aber ich habe extra keine gefunden. Ich wollte eigentlich eine für Halloween haben, aber da gab es keine. Und ja. Und sie hat mir dann angeboten, dass ich mir 3 andere Sachen stattdessen aussuchen darf. Und ich habe mir natürlich 3 Masken ausgesucht. Wem hätte das jetzt gewundert? Ich habe mir einmal die ausgesucht. Ich glaube, das war ein Fehler, weil die habe ich ja, glaube ich, schon. Aber die hat so anders ausgeschaut. Naja, egal. Aber es gab auch keine andere. Dann natürlich meine Very Berry Mood Mask. Und die Schokomaske. Leider gab es die Mint nicht, weil die suche ich überall und die gibt es nicht, aber okay. Dann habe ich mir noch beim Bieber einen Pinsel gekauft und der ist sowas von wunderschön. Ich werde euch den kurz mal rausnehmen, weil so werdet ihr ihn nicht sehen. Oh, wenn er raus will. So. Der ist sowas von schön. Ja, jetzt nicht, ey. Jetzt drehe ich gerade Video. So, der sieht so aus. Der ist so schön. Ich habe irgendwie Angst, den zu benutzen. Der hat auch so einen spitzen Stiel und so einen langen Stiel. Ich will ihn eigentlich für Highlighter verwenden. Aber ich habe so Angst, den zu verwenden. Ich finde ihn sowas von wunderschön. Ich habe Angst, dass er die Form verliert, wenn ich ihn wasche. Ja, das war der letzte, den ich dort gesehen habe. Und ich fand den so ansprechend. Ich hoffe, spiegel ihn nicht so. Aber der ist ja mega Hammer, der Pinsel. Ich weiß. Opfer. Noch ein schlimmeres Opfer war ich bei dem da. Könnt ihr euch noch erinnern? Ich war so stolz, dass ich mir den nicht gekauft habe. Und ich habe auch vor kurzem gesehen, dass da irgendeine Sau in meinen Highlighter reingefasst hat. Das ist der Cubanita Jumbo Highlighter. Ja, den ich ja eigentlich nicht mehr gebraucht hätte, aber der riecht so gut. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, beim Bieber gibt es den noch. Kaufst du dir den? Bitte, please, no comment, ja? Da habe ich mir bei Müller noch die Black Peel-Off-Maske gekauft. Ich habe sie noch nicht verwendet. Ich habe sie wirklich noch nicht verwendet. Die sieht so aus. Jetzt haben wir die, also bei Müller ja aktuell jetzt endlich. Jetzt 100 Leute haben gefragt und jetzt erst haben wir die. Ja, ich bin gespannt, wie sie ist. Ich werde euch auf jeden Fall in irgendeinem Video dann Bescheid sagen, wenn ich sie endlich einmal verwendet habe. Weil ich traue mich irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie Panik. Dann habe ich da noch 2 Pinsel. Ich glaube, die waren im September. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Oh ja, ich glaube schon. Von denen habe ich nämlich einen zweiten. Sorry. Von denen habe ich nämlich einen zweiten. Weil den finde ich für Foundation echt, echt gut zum Auftragen. Das sind diese aus dieser Limited Edition von Essence. Die sind so staubig, weil die schon so lange da rumliegen. Und dann habe ich mir noch den hier mitgenommen, weil ich die Farbe einfach so schön fand. Weil grün ist auch eine meiner Lieblingsfarben. Also so ein grelles Grün, so wie es hier oben ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, nimmst du dir den mit? Weil die anderen Pinsel, die haben mir nicht so gefallen. Sage ich euch ganz ehrlich. Die anderen fand ich nicht so schön. Ja, das war's. Ich glaube, falsch rum, ich habe es wieder vergessen. Ich habe es jetzt gerade nur zusammengeschrieben vorher. Aber ich habe es noch nicht ausgerechnet, weil ich die Pinsel noch vergessen habe. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, wie viel die kosten. Und ich habe auch den Claire's Zettel verschmissen. Jetzt muss ich das noch suchen. Das heißt, wie immer werdet ihr das in der Infobox lesen können, was ich wirklich ausgegeben habe in dem Monat. Ja. Ich muss halt sagen, ich bin ein echter Tiki Max-Süchtler, aber das brauche ich euch ja eh nicht erzählen. Das wisst ihr ja eh schon. Auswendig, glaube ich. Ja. Das ist so irgendwie mein Fail. Das Positive ist, es ist weit weg von mir zu Hause. Also ich muss sehr, sehr lange fahren, bis ich da hinkomme. Ich war aber diesen Monat auch wieder. Diesen Monat im September, für das das Video heute steht, war ich 2-mal dort. Und im Oktober jetzt war ich auch schon 1-mal dort. Also, ja. Aber ich mache da eher ein Haul. Das seht ihr dann eher anschließend. Jetzt dann, ja, also das ist irgendwie, TK Maxx ist irgendwie so gefährlich für mich. Weil da finde ich eigentlich immer was. Am Anfang nicht, aber jetzt schon. Also, ja. Das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Das Problem ist halt bei mir nur TK Maxx. Ich gehe dort so gern einkaufen, weil es dort Sachen gibt, die es halt bei uns nicht gibt. Und ich. Müller war ich eh brav. Und Bieber, ja, okay. Highlighter und Pinsel.
Ja. Aber Pinsel kann man immer brauchen, weil ich muss, glaube ich, ein paar von mir aussortieren, weil manche sind nicht mehr so gut. Also einen habe ich auch kaputt gemacht, zwei sogar, glaube ich, waren es. Ja, also egal. Ja. Bevor das Video jetzt noch unnötig lang wird und ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, könnt ihr mir gerne mal schreiben, was ihr euch im September gekauft habt, wo ihr euch gedacht habt, ihr hättet das nicht unbedingt kaufen müssen. Und auch ein Produkt, wo ihr sagen würdet, das musste ich unbedingt haben. Schreibt mir das mal in den Kommentaren, damit ich mich nicht allzu schlecht fühle. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!